Fische. Ein paar Fische da. Na, mal gucken. Ich glaube, wir haben ja von hier aus, yep, Einsicht auf, was es zu rollen gibt. Mach noch nicht zu. Ach, schön. Okay. Du bist mit Mario nicht gut genug befreundet. Aber wo sind... Wo ist Robin? Hä? Es ist verschlossen. Gut, weiß ich Bescheid. Alles klar, alles klar. Ist okay, ist vollkommen okay. Verstehe ich, verstehe ich. Esse ich jetzt, weil ich brauche jetzt Energie, ich muss noch ein bisschen was anpflanzen. Und mit anpflanzen meine ich Felder graben. Warte mal, ich hab doch hier diesen komischen Dünger. Den, oh, ich kann mir zumindest Dünger machen. Gut. Ausgezeichnet. Okay, fünf noch. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, verdammt. Das habe ich nicht gesehen. Ist die Zwiebel. Ich glaube, es bringt nicht allzu viel, nur zwei Zwiebeln mitzunehmen. Da habe ich noch 11, 10, 8. 6, 4, 2. Was kann ich noch verköstigen? Null Energie. Stir-fry. Die Pusteblume. Sollte hoffentlich reichen, 27. Okay, wir haben es noch gerade so geschafft und jetzt können wir uns langsam auch mal ins Bett packen. Jetzt haben wir es uns verdient. Nicht wahr, Katze? Katze! Jupp, fast 2000. Was sagt denn der Fortune Teller?
Yay, wir haben heute Glück. Das ist auch schön. Kiezen. Das ist ja ein bisschen doller Verrücktes. Ich finde es eigentlich gerade urstressig, alle diese Pflanzen einzeln gießen zu müssen. Also wirklich Stück für Stück jede Pflanze. Witzigerweise besitze ich aber selber an die 30 Zimmerpflanzen. Und da habe ich absolut gar kein Thema damit, die einmal in der Woche zu gießen. Also da reicht auch einmal in der Woche gießen vollkommen aus. Jetzt sind wir hier jeden Tag, da würden die ja auch eingehen, weil es einfach zu viel wird. Viel zu viel. Das war einfach umsonst gegossen. So. Einmal nachfüllen muss ich es auch gleich. Das wird bestimmt nicht reichen. Na, wer hätte das gedacht? So. Mit O. Die Rucker haben wir jetzt gegossen. Potato, Green Bean. Ah, ne, die goldene Paste will ich jetzt nicht dafür einsetzen. Lost Eggs. Ich wollte ihn noch ins Gemeindehaus bringen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich dir schnell bringen kann. Hm. Okay. So viel dazu. Ich habe so fast die Hälfte meiner Energie runter und das ist schon, ja, ordentlich, wenn man bedenkt, dass ich jetzt gar nicht so viel gemacht habe. So. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Kann ich die selber benutzen? Nee, schade. Okay, das Eierfestival hat begonnen. Dann werden wir uns noch mal langsam, aber sicher dorthin bewegen, um zu schauen, ja, was da so passiert. Ein Shop. Oh, ein Plüschhase. Strawberry Seed. Ich wollte mir das Backpack kaufen. Ach, was soll's, habe ich davon. Habe ich jetzt mein. Okay. Unsere Hände haben Überstunden geschafft, um uns auf dieses Festival vorzubereiten. Ich bin ein 3-Tage-Bar-Typ von Jojo. Warum so für Jojo? Haha, wir verdienen das Beste heute Abend. Schüssel voll mit frischem, süßen gelben Mais. Ja, Junge, chill mal. Oh, niemand redet mit mir. Ich bin hier nur für die faulen Eier. Oh, gibt's noch mehr Essen? Wann fängt die Eierjagd an? Ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, ich finde ein paar Eier, bevor Vincent sie alle wegnimmt. Eier. Die Kinder haben sich schon ganz lange auf dieses Fest gefreut. 5 Wochen. Ich freue mich immer auf diese Zusammenkunft. Es macht das Tal. Es fühlt sich an wie eine richtige Gemeinschaft. Dieser Fruchtschlag ist unüblich gut. Punch Club! Pause von der Arbeit zu nehmen, kann dich produktiver werden lassen auf lange Sicht.
ein Schmetterling über ihrem Haar. Nach Eiern zu suchen ist wie eine Schatzjagd. Okay. Wir haben früher mal verdorbene Eier geworfen. Mancher Lux hat den am Ende gesetzt. Ziemlich schnell. Pollenallergie. Dieses Festival ist, okay, aber worauf mich wirklich freue, ist der Blumentanz. Bitch. Ich versuche wenigstens 3 Eier am Tag zu essen. Okay. Ich brauche das Protein für meine Beine. Ja, never skip leg day. Manchmal verstecke ich den Eier auch und niemand findet es. Naja, bis zum Sommer dann. Naja, du weißt ja, die heiße Luft und der Geruch von faulen Eiern. Bäh. Ex, definitiv haben einen Platz in dieser gut ausbalancierten Diät. Ich bin übrigens Harvey. Ups. Ich sollte meinen Doktorhut für eine Weile auflassen. Der trägt doch gar keinen. Will er uns verarschen? Warum sind alle so glücklich hier deswegen? Eier. Warum Eier? Dieses Festival ist eine Tradition, so lange wie ich mich zurückerinnern kann. Traditionen verbinden uns mit der Zukunft und der Vergangenheit. Das ist schön. Und die habe ich schon gequatscht. Willkommen zum Eierfestival. Ja, Komplimente für meine wunderschönen Hände. Denkst du, dass jeder fertig ist für die Eierakte? Nein. Vincent liebt dieses Festival. Es ist eine Freude, ihn so glücklich zu sehen. Ich bin hier seit heute Morgen. Eier färben. Ah, das ist meine. Das ist der liebste. Mein liebster Teil in diesem Frühling. Ich habe was Schönes in dem Punch getan. Das wird aber zwischen dir und mir. Ja, nicht wahr, Kind? Ich hoffe, jeder genießt das Essen, was ich gekocht habe. Tagelang hat's gedauert. Gebratene Eier, gekochte Eier, pochierte Eier, Teufelseier, Rühreier, Schokoladeneier. Egal was es ist, ich hab's. Ei, was für ein seltsames Essen. Wee 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 wee. Okay, das war Pam. Frühling ist so eine geschäftige Jahreszeit. Es ist so toll, sich meinen Tag frei zu nehmen und mit den Freunden zu treffen. Abby hat die Eierjagd schon immer geliebt, schon seit sie ein kleines Mädchen war. Selbst mit meinem schlimmen Bein vermisse ich nicht ein einziges Festival im Dorf und so. Ich glaube, ich habe jetzt mit jedem gequatscht. Sollte reichen. So, Mr. Mayor. Lass uns anfangen. Watch, 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 watch. Es ist Zeit für das Highlight der heutigen Festivität. Das jährliche Frühlings-Eierjagefest. Beruhigt euch, Kiddies. Hier braucht ihr alle eure Energie, wenn ihr die meisten Eier finden wollt und den Preis mit nach Hause nehmen. Har, har, har. Tee. Nun, ist jeder bereit? Lasst die Eierjagd beginnen!
Okay. Ach du, ich hab bloß eine Minute Zeit. Ist das hier? Ah, ist ein Ei, okay. Ja. Mit einem Grabstein ist eins. Ja, das hier ist auch eins. Ich glaube, hier ist eins. Ja. Los, go, go! Rufus, Gummiarm! Na, verdammt. Oh, oh, schnell, 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 schnell. Das will ich noch, das will ich noch. Yes! Oh. Wie viel habe ich jetzt? Acht? Neun? Weiß ich nicht. Brrr. Wow, seht euch all diese Eier an. Ach, wenn ich jetzt noch die Kinder dazu bringen könnte, auch ihren Müll so aufzuräumen, dann hätten wir halt die sauberste Stadt in der ganzen, Rubinsee. Und nun der Gewinner des Sieg der diesjährigen Eierjagd. Hoff, hoff, hoff. Mart, yeah! Geil! Wupp, wupp, wupp! Hier ist dein Preis, genieß ihn! Ein Torhut, okay. Nun, das ist für das diesjährige Eierfestival. Danke fürs Kommen, Leute! Alle jetzt nach Hause, los, verpisst euch! Cool, ein Strohhut! Go, go! Monkey, die Ruffy, Gummiarm. Acht Tage, um zu reifen. 21. Wenn ich jetzt also heute noch einpflanzen würde. Der hat 98 Tage, 7. Ich halte es für gewagt, aber ich werde sie bis nächstes Jahr aufheben. Definitiv. Ja, Mimi. Gute Nacht, Kater, wie du setzt dich auf mein Gesicht, während ich schlafe.